everyone, ich grüße euch zu einem neuen Food Haul auf meinem Kanal. Heute ist wieder Food Haul Time, meine Lieben. Und wir waren beim Lidl einkaufen und haben 119,55 Euro bezahlt. Da es ein paar Sachen im Angebot gab, die es sonst nicht gibt. Deswegen musste ich da zuschlagen und Klopapier war auch nicht gerade billig. Da sind wir auch jetzt, habe ich das günstigere genommen. 9 Euro haben wir dafür bezahlt. Ist auch schon ein stolzer Preis. Ja, also ich mache das heute ein bisschen anders. Also nicht alles am Tisch verteilen, sondern direkt rausholen. Und ja, da fange ich doch mal an. Und zwar haben wir hier zweimal Tortellini. Ich dachte, die hatten wir jetzt schon so lange nicht mehr. Mit Schinken gefüllt. Die anderen hatten sie nicht mehr. Dann habe ich hier einmal mitgenommen unsere polnische Wurst. Zweimal Kochschinken, weil ich das brauche für ein Gericht. Dann einmal Rinderhackfleisch, 4% Fett. Und das sind 500 Gramm. Dann Kinder Maxi King, muss auch sein mal. Dann habe ich hier einmal, weil wir wollen Eis selber machen, 500 Milliliter Sahne mitgenommen. Und einmal noch die kleinere Tube, das sind jetzt neue, sonst sahen die immer blau aus oder waren blaues Design und schmaler, jetzt gibt es die, 250 Milliliter, genau. Musste noch mal mit Pute, zweimal, genau, 400 Gramm. Dann habe ich mir einmal den Brie-Käse geschnappt für 1,69 Euro. Hatte ich auch schon lange nicht mehr. Zweimal unsere deutsche Salami haben wir mitgenommen. Was haben wir hier noch? Gefrorene Erdbeeren. Weil die anderen frischen Erdbeeren sahen nicht mehr so gut aus. Deswegen habe ich dann gedacht, mein Gott, die kann man auch klein mixern und dann als Eis. Wir wollten nämlich Erdbeereis wieder machen. Genau, wir machen dann anteilig mehr Milch wie Sahne, genau. Dann einmal mein Tropikeis und was haben wir hier? Genau, deswegen ist das auch so teuer geworden, weil da kostet eine Packung 4,29 Euro. Kalamaki, das ist Schweine und Rind zusammen. Das ist in Irland sehr selten. Dieses Schwein und Rind zusammen. Ich mache dann noch ein Fladenbrot dazu. Ich habe auch Hefe gekauft, weil die war komplett leer. Und dann mache ich dann nochmal Fladenbrot dazu. Wie gesagt, und griechischen Joghurt mit bisschen Knoblauch. Und ja, richtig lecker. Richtig lecker. Davon habe ich 4 Packungen gekauft. Also ist schon stolzer Preis. Also, ja, dann haben wir hier schon alleine 16 Euro, ne? Das ist gigantisch. Aber egal, es gibt es sehr selten. Deswegen habe ich gedacht, ja, friere ich ein. Das, ich habe mir so vorgenommen, dass wir das einmal im Monat machen. Dann haut das eigentlich auch nicht so rein. Und dann haben wir für 4 Monate dieses leckere. Wir lieben es. Wir lieben es. So, dann räume ich das frische, die frischen Sachen schon mal weg und dann geht es gleich weiter. So, wir haben es jetzt auch schon 10 vor 10, nee, Viertel vor 10. Wahnsinn. Wir sind zu spät losgekommen, weil ich habe nämlich noch ein bisschen geübt, mit dem Auto zu fahren auf dem Parkplatz. So, hier haben wir gemischte Beeren. Dann haben wir, ich packe Thomas immer so einen Teelöffel voll in sein Porridge. Dann haben wir hier unsere leckeren Brötchen. Haben wir noch zweimal mitgenommen. Dann einmal ein Sack, 2 Kilo Sack Bio-Kartoffeln. Die sind die besten. Zweimal. Dann habe ich noch eine Gurke, weil ich hatte noch Gurken. Obst, wie gesagt, haben wir nicht so gekauft, so viel, weil das einfach da nicht lecker ist im Moment. So, dann haben wir einmal Nüsse. Ich weiß nicht, ob er jetzt zweimal Nüsse...
der jetzt zweimal Nüsse hat oder keine Ahnung. Auf jeden Fall zwei Packungen Hefe, das weiß ich. Dann einmal Haargel, das nimmt er immer. Dann habe ich zweimal passierte Tomaten eingepackt. Dann hat Thomas fünfmal meine Kaffeesahne. Dann haben wir hier noch eine Tagliatelle. Tagliatelle. Dann habe ich hier einmal, ich wollte Tomaten sagen, Äpfel, schale Äpfel. Ah, hier ist die zweite Packung Hefe. Dann habe ich hier noch so einen kleinen Sack mit Baby, ich will mal Baby-Tomaten sagen, Baby-Kartoffelchen. Dann ein Stück Ingwer. Ich weiß nicht, was die gekostet hat, so ein kleines Stück Ingwer. Ich brauchte nur so ein bisschen. Und ein Toastbrot. Genau, das zweite passierte Tomaten. Gut, dann gehe ich mal hier rüber. Da gibt es 24 Rollen Klopapier für 9 Euro. Mensch, schmeiß hier noch die Marmelade gleich runter. Ja. So, jetzt habe ich hier noch zweimal Margarine, haben wir mitgenommen. Hier ist Thomas hat noch einmal, zweimal Milch mitgenommen. Dann haben wir hier ein Netz Zitronen mit Limette. Dann habe ich hier Creme Fraiche einmal mitgenommen. Dann haben wir hier zweimal griechischen Joghurt. Das sind 500 Gramm. Dann hat Thomas eingepackt, ich glaube zweimal Chips. Ich weiß nicht, wie die andere Chips sind. Dann hat er noch eingepackt so Salzbrezeln. Dann ein Päckchen Nudeln, Fusselinudeln habe ich noch eingepackt. Dann ein Pack Tomaten. Dann die Gefrierbeutel haben wir noch mitgenommen. Und die Soft Schaumküsse. Ja, die gab es jetzt auch mal wieder und deswegen habe ich eine Packung mitgenommen. Ja, so. Ich weiß, es ist nicht das Gesündeste, aber wenn es dann mal gibt, dann nehme ich mal eine mit. Ja, alle paar Wochen, Monate mal. Wahrscheinlich haben die das fast ein halbes Jahr nicht. Deswegen, muss sein. Ja, das war der Einkauf. Den Essensplan gibt es gleich. So, jetzt kommt der Essensplan. Ihr habt alle schon drauf gewartet, stimmt's? Ja, also, morgen ist Mittwoch. Morgen gibt's Tortellini alla Panna. Was das beinhaltet, ist ganz einfach Tortellini und mit einer ganz leckeren Soße und mit Kochschinken und ja, richtig lecker. So, dann Donnerstag gibt es Creamy Chicken Gnocchi. Creamy Chicken Gnocchi. Dann Freitag gibt es Rosmarinkartoffeln mit Bratwurst. Dazu mache ich irgendein Gemüse, ich gucke, was ich noch habe. Dann am Samstag kocht Thomas eine Lasagne selber. Hat sich Kind gewünscht. Am Sonntag gibt es einfaches Butterchicken mit Reis. Am Montag gibt es Spitzkohl, Möhren, Pfanne mit Nudeln. Und am Dienstag gibt es Pellkartoffeln. Ja, genau. Naja, gut, wie dem auch sei. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Penny hatte gerade Durst. Und ihr lasst allen einen fetten Daumen nach oben da. Abonniert gerne meinen Kanal, darüber würde ich mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao!